Der Besuch auf ihrer Website zeigt als erstes Bild eine sympathische Dame in den besten Jahren, wie man zu sagen pflegt. Sie sitzt auf einer weißen Gartenbank umringt von Hortensien und 7 gut gelaunten Hunden. Das nächste Foto zeigt sie im schulterfreien Schwarzen. Offener Blick, strahlendes, schalkhaftes Lächeln, eine wiederum sympathische Erscheinung mit sportlichem Sechserpaar, die besten Jahre liegen offenbar noch in weiter Ferne. Und allmählich dämmert es. Ist das nicht? Ja, das ist sie, Margarete Schreinemakers. Lange nichts mehr von ihr gehört. Schon so lange, dass die Jungen sie nicht mehr kennen und die ganz Jungen sie nie gekannt haben. Dabei war diese Dame mal ein, pardon, Urgestein der deutschen TV-Unterhaltung. Es gab Zeiten, da sie das Gesicht des Fernsehens war, nicht des Stadtstreitenden, sondern des frechen, schnuddrigen, respektlosen. Ihr Format Schreinemakers Live war eine der erfolgreichsten Sendungen der 1990er Jahre. Sie wurde mit Bambi und goldener Kamera ausgezeichnet und gehörte somit zur Crème de la Crème des Entertainments der guten alten Bundesrepublik. Am 27. Juli wird sie 60 Jahre alt. Sperriger Name, große Karriere. Dass diese Karriere ausgerechnet mit dem sperrigen Namen Margarete Schreinemakers möglich war, verdankt die gebürtige Krefelderin vom Niederrhein, ihrer unbekümmerten, doch keineswegs naiven Art als Moderatorin, ausgestattet mit einer Gabe zum ungebrochenen Redefluss, den einige Kritiker bisweilen als nervig empfanden. Doch das lag wohl auch an ihrer keksigen Stimme, gegen die nur schwer anzukommen war und die fremde Gehörgänge arg strapazieren konnte. Nach ihrem Studium der Publizistik und Sozialwissenschaften machte sie bei der Evangelischen Presseagentur, EPD, ein Redaktionsvolontariat und ging danach in die Nachrichtenredaktion des WDR. Dort erkannte man rasch ihr Talent, sie durfte unter anderem die Aktuelle Stunde moderieren. Der Durchbruch gelang bei Radio Bremen mit der Sendung Extratour. Von 1987 an führte sie im ersten durch das Quizformat Wortschätzchen. Die Sendung wurde zwar nach 9 Ausstrahlungen wieder eingestellt. Immerhin, sie hatte sich einen Namen gemacht, Margarete Schreinemakers war wer. Zu ihrem Bekanntheitsgrad trug auch ihre erste Ehe mit Jürgen von der Lippe, 70, bei, über die sie später der Bild sagte, als ich 1986 Jürgen Hals über Kopf geheiratet habe, stellten wir beide sehr schnell fest, dass wir uns zwar unheimlich toll fanden, aber im Grunde überhaupt nicht zusammenpassten. Ich wollte damals unbedingt Kinder. Jürgen sah das anders. Bei Kindern seien Kompromisse nicht möglich. Du kannst keine halben Kinder machen. Jürgen habe gesagt, wenn er so viel unterwegs sei, könne er kein guter Vater sein. Scheidung 1988. Schreinemakers Live. Beruflich folgten Intermezzi mit der Comedy, Kizita, und als Moderatorin der wöchentlichen NDR-Talkshow, 42 Sendungen bis 1991. 1992 wechselte Margarete Schreinemakers zum Privatsender Sat.1, und da ging die Post ab. Der Sender hatte ihr eine eigene Teilrunde zur besten Sendezeit zur Verfügung gestellt. Schreinemakers Live. Und auf einmal war der sperrige Name ein Qualitätssiegel. Die Sendung gehörte zu den quotenstärksten ihrer Zeit. Zeitweise wurde sie in ihrer Babypause oder krankheitsbedingt von Jörg Wontora, 69, oder Reinhold Beckmann, 62, vertreten. Margarete Schreinemakers war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, als jedes ausfolgte. Das war 1996, da machte auf einmal der Vorwurf die Runde, Schreinemakers habe Steuern in Millionenhöhe hinterzogen. Der Fall machte Schlagzeilen, sie geriet auch in der Öffentlichkeit unter Druck. Doch Schreinemakers wäre nicht Schreinemakers, wenn sie sich dem Kampf nicht gestellt hätte. Und zwar in ihrer Sendung, was ihr allerdings die Sat.1-Leitung untersagte. Schreinemakers pfiff auf die Anweisung, ich hatte die Schnauze voll. Guck mal, du kriegst ein Kind, die Hormone spielen verrückt, auf einmal bricht da irgendetwas über dich her und du bist die meistgehasste Person Deutschlands. Dann habe ich gesagt, ich gehe keinen Meter zurück, allenfalls, um Anlauf zu nehmen. Ich bin so ein Typ, der aufsteht, sich die Wunden leckt und sich dann sagt, so, jetzt Punkt. Schmerzhafter Bruch mit Sat.1.
Am 22. August 1996, ein Datum, das TV-Geschichte schrieb, sprach Margarete Schreiner-Kos den eigenen Fall in ihrer eigenen Sendung an. Daraufhin brach der Sender die Live-Übertragung ab, der Kollege Ulrich Meyer verlas eine Sendererklärung, wonach es mit journalistischen Grundsätzen nicht vereinbar sei, private Probleme in der eigenen Sendung zu thematisieren, was Schreiner-Kos ganz anders sah: ich habe damit gerechnet. Aber ich wollte die Sendung machen. Es war eine Frage der Ehre für mich in dem Moment. Die Ehre war weg und ich wollte sie wieder haben. Der Schock über die Abschaltung eines Senders, der nicht gerade die Richtlinien von Fairness erfunden hatte, saß trotz allem tief. Viel später sagte sie, man hätte mir 10 Tattoos einbrennen oder mich in einem Folterkeller stecken können, ich hätte alles nicht gespürt. Am Ende waren eine legendäre Sendung und eine große Karriere zerstört. Schreiner-Kos und Sat.1 beendeten ihre Zusammenarbeit. Wechselte die Moderatorin zu RTL, konnte aber mit Schreiner-Kos TV ebenso wenig an die früheren Erfolge anknüpfen wie später mit Ein Herz für Kinder, ARD, und Big Diet, RTL 2.